Zwar, für mich war das ein bisschen heftig, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, könnte das wahr sein. Das war so, sie hat so einen reichen Typen kennengelernt, so einen richtig reichen Typen. Und er hat sie dann abends eingeladen zum Essen und dann hat sie auf einmal erzählt, der Typ, der sie eingeladen hat, die haben sich auch schon getroffen, dies, das, der hat alles abgepackt mit dieser Folie. Was du da erzählst, so wenn sie dann loslegen. Die ganze Wohnung war abgepackt mit Folie, ne? Ja, ja. Und dann auf einmal sah sie da im Wohnzimmer so Werkzeuge, verschiedene Arten von Messern, elektrisches Messer, Werkzeuge. Und dann hat sie alles gesehen, alles war abgepackt und dann ist sie einfach aus der Wohnung rausgerannt und er hinterher und sie konnte noch rechtzeitig abhauen. Und die meinte so, die hat dann die Polizei gerufen. Die Polizei ist dann auch gekommen. Bitte? Ja, weiter. Ja, die Polizei ist dann auch gekommen. Und sie hat ihn dann angerufen, weil sie gesagt hat, das fand sie so komisch, dass die ganze Wohnung so abgepackt war. Und er hatte auch so Schutzkleider angehabt. Und da habe ich gesagt, komm, übertreib doch mal nicht und so. Was redest du da und so? Aber wenn ich mir darüber jetzt nachdenke, stinkreicher Typ. Und ja, du sagst ja auch, dass die dann das immer so abpacken, damit die dann, wenn sie loslegen, dass die Möbel und so nicht dreckig werden. Ja, ja, sicher. Das ja, und dann ist halt die Polizei gekommen, aber die haben nichts gemacht, ne? Warum auch immer, hat sie gesagt. Die haben nichts gemacht, die sind einfach ganz normal weiter. Also, die hat sie halt angezeigt, aber ist nichts gekommen. Ja, da kannst du dir vorstellen, ne? Dass er eben seine Connections hat spielen lassen und dann ist alles wieder schön gerade gewogen unter dem Teppich. Ja, aber was muss der Herr denn für eine Gnade haben? Wenn das wirklich stimmt, da hat der Herr aber große Gnade gehabt. Große Gnade gehabt. Ja. Die hat nochmal Glück gehabt. Also was heißt Glück? Der Herr hat Gnade mit ihr gehabt. Ja. Aber viele andere kommen nicht einfach so davon. Ne? Ja. Das ist ganz, ganz übel, aber... Dieser eine Typ da, dieser eine Typ da, mit dem du da mal dieses Interview gemacht hast, mit dieser Maske da, weißt du noch? Ja, ja. Was er da mal erzählt hat mit seinem Opa und so. Ja. Wenn das wirklich wahr ist, der Typ muss doch total einen Schaden haben. Der kann doch nicht mehr normal sein. Natürlich, der ist kaputt, der Mann. Der ist komplett kaputt. Der Arme ist komplett zerstört. Das kannst du auch nicht ertragen, sowas. Besser, was ist eigentlich aus dem geworden? Hast du da noch Kontakt oder? Leider nicht mehr. Der ist danach habe ich nie wieder ein Zeichen von ihm gehört. Ich hoffe mal, dass das nicht sein letztes Interview war mit mir. Ja, das war heftig. Habe ich auch gesehen, dieses Interview. Ja. Ich hoffe mal, also er hat sich nie wieder gemeldet. Ja, die haben den. Der ist wirklich gebrochen, ne? Ja, ich hoffe nur nicht, dass sie den dann deswegen, weil er eben zu viel ausgeplaudert hat, ne? Dass sie den dann doch eingesackt haben. Was ich mich auch frage, ist, was in Zukunft mit dem Adoptivsohn von Die Antwort passiert. Der hat ja auch gegen die ausgepackt. Ja, das habe ich mitbekommen, ja. Aber es muss man abwarten. Wer? Die Antwort aus Südafrika? Ja, der Stiefsohn hat gegen die ausgepackt, Amir. Der hat alles zugegeben. Ja, weißt du, was der gesagt hat, Amir? Der hat gesagt, die haben mich und meine Schwester so oft ins Krankenhaus, du musst es mal geben, in eine Privatklinik. Eine Privatklinik haben die den gebracht jedes Mal und haben den Blut abgezapft. Ja, und der hat die alle aufgedeckt, hat gesagt, dass es Pädophile sind und dass es da Vorfälle gab. Beispielsweise, da gab es einen Vorfall, der Adoptivsohn von Die Antwort, der hat seinen Bruder niedergestochen, also wirklich auf brutalste Art und Weise in den Hals, in den Nacken. Und seine Adoptiveltern, also dieser, wie heißt der Ninja, ne? Der hat gesagt, hast du gut gemacht, endlich bist du ein Mann geworden. Sagt er zu einem Neunjährigen. Ja, allein die Videos gemacht. Von dieser Band, ne? Die Videos von dieser Band. Ja. Mein Bruder hat mir die damals gezeigt, ich kannte die gar nicht. Und als ich dann mich da durchgeklickt habe, ey, so war mir alles klar. So abartig. Ich hab's auch erstmal von Reza gesehen. Dann habe ich mir das selber ein bisschen nochmal angeschaut, was sie da machen. Hab's mit dem Bruder Markus mir dann nochmal vor kurzem genau angeschaut und auch ein bisschen mehr entschlüsselt, ne? Auch die ganzen Videos, was sie da für Zeitschriften aufgehängt haben, ob das eine Botschaft ist oder so, was sie uns da sagen wollen. Und tatsächlich, ja, ist auch was rausgekommen, ne? Ist sehr unappetitlich, was diese Leute da machen, ne? Das ist ja das, was das Kind ausgepackt hat, angeblich.
das ist ja harmlos zu dem, was die im Hintergrund wirklich treiben. Ja, natürlich, genau. Mit den Kindern. Das ist ja viel zu harmlos. Die wahren Sachen, die im Hintergrund treiben, im Untergrund, die geheimen Sachen, die haben es in sich. Ja. Das will kein Mensch erleben. Genau. Ich sag ja nur, ne, wenn ein Snuff-Film sich in die Gesellschaft ausbreiten würde, da hätten wir in einem Großstadt auf einmal 500.000 Verrückte im Irrenanstalt. Ja. Kein Mensch könnte einen Snuff-Film gucken und normal bleiben danach. Keiner. Deswegen schafft es auch nicht ein Snuff-Film in die Gesellschaft. Da hat die Polizei und die Geheimdienste ein großes Auge drauf. Vor allem ja, die Polizisten, die schauen das. Bruder Reza, ich muss einmal was sagen dazu, ja? Ja, ja. Diese zwei involvierten Satanisten, mit denen ich da live gewesen bin, die haben ja mich angesprochen, so unterschwellig. Ja? Erzähl mal, hast du da was von uns? Hast du da Videos? Hast du irgendwas von außen, also von innen bekommen? Hast du da irgendwelche Informationen? Sag mal bitte, hast du was gesehen da in den Videos? Ist da irgendwas? Dann meinte ich so, nee, warum? Und dann waren die so eher beruhigt, weißt du, aber die waren so, ja. Erzähl mal, was hast du gesehen? Wo und natürlich, so. Natürlich. Natürlich, wenn du dich so gut auskennst von außen aus, ihre geheimen Codes und so weiter kennst, dann denken die, Moment mal, kann das sein, dass er uns beobachtet und schon was aufgenommen hat im Geheimen über uns, wo wir das nicht gesehen haben. Da werden die unruhig, da werden die nervös. Bruder Reza, sag mal, denkst du, dass das mit den Snuff-Filmen wirklich in eine noch härtere Richtung geht als der Fall von Peter Scully? Das ist schon so ungefähr, das geht schon in die Richtung, ja. Und vielleicht noch härtere Sachen. Ja, ja. Amir, du kennst doch den Prinz Damien, ne? Der erste Platz von DSDS. Kennst du den? Wer? Prinz Damien heißt er, ne? Prinz Damien. Der DSDS-Gewinner. Prinz Damien. Ich war mit dem live, Amir, und dann habe ich so ihn so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Dann hat er gesagt, ach du Scheiße, du hast mich erwischt. Und dann hat er so einfach so gesagt, dafür muss ich dich töten. Einfach so im Live, sagt er, ich muss dich jetzt umbringen. Du bist jetzt auf meiner Liste. Ohne Witz, einfach so im Livestream. Kaputt, ne? Das ist so kaputt. Ne, ist krank alles. Ist das so eine Transvestite oder was? Ja. Da möge der Helm und ja die Augen. Ne? Ja, aber die sind ja involviert, Armin. Die kommen nicht mehr zurück. Es ist vorbei. Wie dein Bruder schon gesagt hat, wenn du einmal die Arbeit von deinem Bruder verfolgt hast, dann weißt du, diese Leute sind auf der anderen Seite. Das weißt du, Armin. Die können nicht mehr zurück. Die sind schon zu tief drin. Die sind ganz oben. Verhärtet. Ganz oben sind sie. Die sind erster Platz der SDS. Das ist vorbei. Was auch so wahnsinnig ist, ne, dass die Heidi Klum, dass die in jeder dämlichen Talentshow mitspielt auf der ganzen Welt. Ist sich das mal aufgefallen? Mhm. Die ist in Amerika, die ist in Deutschland, die sitzt in Österreich. Überall habe ich die gesehen, in jeder Behindertenshow. Aber dann habe ich mal eine Frage. Diese ganzen Gelehrten, diese ganzen Großgelehrten, ne? Reza. Ja. Die weltweit bekannt sind, kann das sein, dass da irgendwie, dass sie da auch durch eine Loge mussten, weil sonst können die ja nicht so weltweit bekannt sein. Das ist ja unmöglich. Ja, natürlich. Da haben wir ja zum Beispiel die Aussagen von den Aussteigern aus der satanischen Sekte des 9. Zirkels, zum Beispiel die Toos Nieuwenhuis aus Holland, die eben beschreibt, dass sie zum Beispiel von hochrangigen Personen aus der katholischen Kirche missbraucht worden ist, dass sie da eben auch Kinderopferungen gesehen hat durch hochrangige Personen aus der holländischen katholischen Kirche, wie zum Beispiel Kardinal Alfrink, der Erzbischof von Utrecht, von der Stadt Utrecht, der Erzbischof, der Kardinal Alfrink, der eben sie da auch missbraucht hat und auch in verschiedenen satanischen Sekten auch mitgenommen hat und dass sie auch Menschenopferungen und Kinderopferungen beigewohnt hat. Ja. Und die hat auch gesagt, dass auch der jüdische Messias, der jetzt auch vor kurzem also gestorben ist, Menachem Schneerson hieß der ja, der falsche Messias. Die Juden haben ja den als Messias gefeiert. Und dieser Menachem Schneerson aus New York, der hat auch mit dieser ganzen Elite zusammen die Kinder vergewaltigt und getötet. Also sie nennt da richtig Namen. Und das sind eben diese oberen, wie du schon sagst, diese oberen Lehrer im Judentum, im Christentum, diese obere Spitze dieser Institutionen sind alle involviert. Genau. Ja,
auch diese, auch diese ganzen, zum Beispiel frage ich mich ja auch, diese ganzen bekannten muslimischen Prediger, die ganz oben sind, das geht da auch nicht mit rechten Dingen zu, dass sie so bekannt sind. Ja, genau, das war eben dieses internationale Tribunal von Staat und Kirche, ITCCS, die eben das Ganze nach vorne gebracht hat und diese ganzen Aussagen gesammelt hat. Und dann haben die angeklagt, den Vatikan und den damaligen Papst Benedikt, des Kindermordes und satanischen Opferzirkels des 9. Zirkels. Und dann ist es zurückgetreten. Das war diese Geschichte mit dem Rücktritt von dem Papst. Der erste Rücktritt von einem Papst. Ja. Wahnsinn. Das war wegen dieser Geschichte da mit der ITCCS. Heftig. Ja, die haben halt dem vorgeworfen, dass er und der jetzige Papst, der Jesuitenpapst, zusammen Mitglieder des satanischen Zirkels, der 9. Zirkel, sind die reihenweise Kinder dann halt missbrauchen und töten, opfern dem Teufel. Hm. Wir müssen mal die Aussagen von Toos Nieuwenhuis, so heißt sie, Toos Nieuwenhuis, in YouTube eingeben. Toos Nieuwenhuis, satanische Rituale oder Elite oder irgendwie sowas. Und dann hört ihr die Aussagen von ihr an. Böse. Weißt du, was ich mich frage? Oder was ich mir gerade denke, eher gesagt. Die ganzen Geheimdienste und so, die müssen sich ja diese Snuff-Videos geben, ne? Und dafür sorgen, dass das nicht publik gemacht wird auch, ne? Es kann sich ja selber nur um Eingeweihte handeln, dass sie sich das geben können, ohne verrückt zu werden. Ja, so ist das. So ist das. Die tun ihre eigene Familienmitglieder an diese Schlüsselpositionen setzen. Und wenn da mal einer nicht da nicht eingeweiht ist, und so einen Snuff-Film sieht und es versucht, publik zu machen, der ist schneller tot und hat einen Unfall, als er noch gucken kann. Der Fall hier in Deutschland war das, mit den ganzen CDs, die gefunden worden sind, an diesem Campingplatz von diesem einen Typen, der da vom Jugendamt dieses kleine Kind bekommen hat. Und die Polizei, von Lüchte, genau, die Polizei lässt einfach den ganzen Koffer voller CDs von Kindern verschwindet. Ja. Das ist einfach verschwunden. Ja. Müsst ihr euch mal vorstellen, was ein Skandal dieser Fall von Nüchte war. Wahnsinn. Ja, und dann siehst du in einer Szene von der Dokumentation, dass diese Polizisten dann, die dort die ganzen Sachen auswerten, sich den ganzen Tag sowas angucken. Und dann hast du natürlich die Szene gehabt, wo der Herbert Reul dann kurz dann da war und dann hat er natürlich ein Video mal zu Gesicht bekommen, wie ein Kind mit was für Geräten das Kind gequält wird. Ne? Und das hörst du auch das Schreien. Und er konnte kaum das Ganze so sehen. Ne? Und die Polizisten müssen sich den ganzen Tag sowas angucken. Das ist unfassbar. Ja, das kann sich nur um Eingeweihte handeln, wenn sich den ganzen Tag sowas geben. Ja, Die Leute werden dann auch psychisch betreut. Ne? Also das haben die dann auch nochmal gesagt, ne? Dass die Polizisten dann auch in Behandlung müssen danach, so, ne? Weil das den ganzen Tag an. Armin, es gab ja damals keine normale Psyche aushalten. Ja, es gab ja den damals ganzen diese Seite. Tag siehst du, wie Babys, Kinder gefoltert, ermordet und alles Mögliche. Das ist krank. Das ist Wahnsinn. Armin, es gab ja damals diese komische Seite Bestcore. Das kennst du, ne? Wie? Bestcore. Ah, Bestcore ist auch hier runtergenommen worden. Das war eine komische Seite damals, aber das ist ja harmlos eigentlich im Gegensatz zu dem, was damals. Alle IS-Morde konntest du dir dort angucken. Alle von den mexikanischen Drogenkartellen, von dem Islamischen Staat und hast du nicht gesehen. Das ist auch hart, aber das ist ja nichts gegen das, gegen die Snuff-Filme, ist gar nichts. Also das geht auch schon, Bestcore geht auch in den harten Bereich, also war auch extrem auch, aber gegen die Snuff-Filme ist das nichts. Ja. Aber da muss man mal sehen, ne? Ehrlich jetzt, das ist ja unfassbar. Da sehen wir ja auch, wenn wir schon die Bibel aufschlagen. Mit einem Kind, was sie da machen, die Satanisten, und wird kein Mensch ertragen. Ja, Reza, die wissen ja auch sicher, wie die das machen müssen, dass dieses Kind möglichst lange am Leben bleibt, ne? Reza, ich habe noch eine Frage. Kennst du den Fall in Belgien? Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt.
aber da wurde einer erwischt. Der hatte irgendwie 9, 12 Kinder im Keller gehabt. Folterung ist sehr, sehr wichtig für die. Ne? Reza, hörst du mich? Hallo? Hört ihr mich? Irgendwie hört man mich nicht. Hallo? Ich höre dich, ich höre dich. Ja, manchmal, ja. Okay, ja, auf jeden Fall. Kennst du den Fall in Belgien? Das war auch ein richtig großer Fall. Ja. Da kannst du ja auch was dazu sagen, Reza. Das war ja auch ein richtig brutaler Fall. Ja, genau. In den 90er Jahren, das habe ich ja in meine Arbeit schon hineingepackt, die satanischen Rituale der Illuminati auf YouTube. Auf Till Eulenspiegel-Kanal kann man das sich anschauen. Genau, da habe ich das eben dargestellt, wie die Elite in Belgien einen Kinderschänder beauftragt hatten, eben Kinder zu besorgen. Und dieser Marc Dutroux, dieser Kinderschänder, der die Kinder entführt hat, der hat die Kinder nicht nur in Belgien verteilt, sondern der hat die auch über die Grenzen verschafft zu anderen Satanisten, zum Beispiel in Frankreich. Und da wurde er erwischt, irgendwann mal, der Marc Dutroux, und es war ein Riesenskandal in Belgien. Und da hat die Justiz eben, da kam es zu Massentötungen, beziehungsweise, da wurden sehr viele Zeugen um die Ecke gebracht. 27 Zeugen sind ums Leben gekommen unter mysteriösen Umständen, die eben aussagen wollten. Über ein weit verbreitetes Netzwerk, was hinter Dutroux ist. Die wollten das ganze Netzwerk ja stilllegen, die Zeugen. Und alle 27 Zeugen sind ums Leben gekommen und konnten nicht ihre Aussage tätigen. Auf und die mysteriöse Art und Weise, ne? Alle, ja. Ja. Alle 27 Fälle wurden nicht untersucht von belgischer Justiz und alle Fälle wurden geschlossen. Belgien ist sehr, sehr wichtig. Alle Selbstmord! Alle Selbstmord! Alles ist gesagt! Belgien ist sehr, sehr wichtig. Selbstmord! Oder ja, Belgien ist der Sitz der Europäischen Union. Ja. Wahnsinn. Und da sitzen eben die hochrangigen Satanisten in Krawatten und Anzügen und bestellen Kinder, ne, reinweise. Allein die Geschichte von Belgien, die Historie, also die Historik, ne? Ja. Guido hat auch mal was erzählt über so einen Fall. Da hat er mal so öffentlich geredet, so in Spanien. Da hat er gesagt, da war noch so ein Team, die haben so geforscht und irgendwann hat das Kamerateam gesagt, jetzt müssen wir abbrechen, weil jetzt gehen wir zu tief rein, wo wir unser Leben riskieren. Weißt du, so irgendwann haben die gesagt, es ist vorbei, jetzt können wir nicht mehr weiter forschen, es ist zu gefährlich. Diese Detektive, die dann geforscht haben, Kinder vermisst, Kinder verschwunden und Die haben dann herausgefunden, dass das die Reichen sind, Reza, weißt du, dass das wirklich mit reichen Mächten zu tun haben, dass diese Spuren da landen und dann haben sie gesagt, das müssen wir jetzt abbrechen, das ist so heftig. Ja, wenn du sogar das Justizministerium unter deine Fittiche hast, dann und dann du die Justiz lahmlegen kannst bei sowas, dann hast du Macht. Da weißt du, welche Leute das sind, die das, ja. die da drin stecken. Ja. Das sind nicht die irgendwelche Leute hier von nebenan. Ja, ja. Das sind die Höchsten, die Macht haben. Ja, was auch ein großes Problem ist, dass die Leute lange Zeit gedacht haben oder denken immer noch, dass so Satanisten irgendwelche Hinterwäldler in einem Wohnwagen sind. Ne? Ja. Aber ist ja nicht so. Das sind, ja, nicht das, irgendwelche, das sind nicht irgendwelche, genau. Leute, die in einem Wohnwagen hausen, da irgendwo im Sumpf, ne? Also, ja, kann auch sein, aber das sind die Reichen, ne? Ja, natürlich die Dämonen, die mit ihnen aber zusammen arbeiten. Aber das ist zu hart für die, ne? Es ist zu hart, sich vorzustellen, dass die Leute, die man so im Fernsehen sieht, weil wenn man Leute im Fernsehen sieht, so Kinderfilme sieht oder so und damit aufwächst, hat man ja irgendwie eine Bindung zu der Person, ne? Also die weltlichen Menschen, meine ich jetzt. Und das ist dann viel zu hart für die, wenn die sowas hören. Ja, und deswegen muss man ja nach 2. Korinther 4, Vers 4, wie der Armin schon gerade gesagt hat, wissen, dass die Welt in Satans Hand ist.
und dass er eben diese Welt, das ganze System hier auf der Welt herrscht und führt mit seinen Dämonen. Ja. Und nach Epheser 5 wissen wir, dass wir eben nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Das ist die Welt beherrschen, die Dämonen und ihre Handlanger, die eben mit denen zusammenarbeiten. Die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Was auch letztens passiert ist, weil jemand gerade das Thema Zeugen Jehovas anspricht, ne? Ich war da am Einkaufen gehen gerade, ne? Und dann komme ich so von dem Einkaufsladen raus und dann sehe ich so, so ein Evangelisationsstand, ne? Und eigentlich, ich grüße ja die Geschwister, wenn ich nicht Hand gebe, wenn ich es eilig habe, dann gebe ich wenigstens einen Blick und ein Kopfnicken, ne? Also ich grüße die Geschwister. Und dann sehe ich da, was da steht auf deren Schild, ne? Und da stand JW drauf und ich wusste nicht, dass das Jehovah Witness ist. Also ich habe jetzt nicht weitergedacht, ne? Aber irgendwas war so in mir drinnen so, irgendwas hat mir gesagt, und das war der Heilige Geist, dass ich den nicht grüßen soll, ne? Also bin ich weitergegangen, ich hab den nicht gegrüßt. Obwohl ich eigentlich die Geschwister immer grüße, wenn ich davon ausgehe, dass das Geschwister sind, ne? Ja. Aber ich habe das nicht gemacht. Der Heilige Geist wollte nicht, dass ich die grüße, ne? Ja. Und bin ich weitergegangen und dann habe ich mir gedacht, dieses JW, was ich mir gemerkt habe von diesem Schild, was da war, dieses JW, ich habe das nachgegoogelt und da kam daraus, ja, dieses JW-Org, das ist diese Jehovah Witness, ne? Ja, 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 genau. Das ist ihre Webseite, ja. JW-Org. Genau, genau. Ja, also der Herr wollte nicht, dass ich die grüße sozusagen, dass wir mit solchen Leuten keine Gemeinschaft haben sollen, ne? Ja, ja. Auch die Führer der Jehovas Witnesses und die Führer der Mormonen zum Beispiel, die sind auch alle involviert in diesen satanischen Kreisen. Die Führer der Großkirchen in Amerika, wie Joyce Meyer, Joel Olstein und diese ganzen Leute, wie die alle heißen, sind alle involviert, sind alle in sowas drin. Mhm. Hillsong zum Beispiel ist von einem Kanadier gegründet, dessen Vater wegen zigfachen sexuellen Kindesmissbrauch verurteilt wurde. Wahnsinn. Sag mal, Reza, wann machst du eigentlich wieder einen Vortrag? Muss ich mal schauen, so Gott will. Hast du schon was, denkst du da schon was an was Bestimmtes? Sachen, die ich machen wollte. Ich wollte den Film Pleasantville entschlüsseln auf Telegram, aber es kam immer wieder was dazwischen. Ja, die Musikvideo-Entschlüsselung finde ich sehr, sehr interessant. Das finde ich am besten, ne? Ja, vor allen Dingen hier Sam Smith, hast du gesehen, ne? Das Video, was ich entschlüsselt habe, Unholy, auf meinem Kanal. Hast du schon gesehen? Nein, ich habe vieles gesehen. Diese ganzen von früher habe ich gesehen, vor 4, 5 Jahren, ja, ne? Ja. Aber das glaube ich noch nicht. Ja, hier jetzt auf TikTok. Auf TikTok habe ich, so, auf meinem Kanal. Ach so. Ja, Sam Smith, Unholy, kurz entschlüsselt. Nee, und da sieht man eben, dass er eben... Das satanische 666-System kurz vor der Tür ist und er huldigt das auch mit dieser 666-Geste. Ja. Und dann sieht man in dem Moment, wo er das tut, mit seinen zwei Tänzern, bilden die jeweils eine 6, also alle drei eine 6, 666, das System, was bald kommen wird. Und dann in dem Moment, wo die das tun, kommen andere zwei Tänzer und beugen sich vor diesem System, vor Sam Smith. Die gehen in diese Beuge. Haltung, wie man einen König sich verbeugt. Ja, ich persönlich finde so eine Entschlüsselung von Source Mola und Silla Kami wäre sehr interessant. Ja, aber eigentlich gibt es da nichts aufzudecken. Ich... Die machen ja alles offen. Da gibt es gar nichts aufzudecken. Da gibt es nichts. Ja. Bruder, weil die alles offenlegen. Ja. Weißt du, du müsstest mal die Harry Potter Filme entschlüsseln, aber das ist viel zu viel Arbeit, glaube ich. Ja, Harry Potter auch mit diesem Blitz-Symbol über seine Stirn, das Malzeichen des Tieres, das ist der Antichrist, ja, der kleine Antichrist, ja. der als der Held, der gute Held dargestellt wird, weil er den Herrn Jesus Christus nachahmt. Das ist aber der Antichrist. Ja, da gibt es ja, glaube ich, 6 oder 7 Teile von Harry Potter. Ja. 8. Und Voldemort ist eben der Satan, der versucht, das Kind zu töten. Ja, Offenbarung 12. Und der Satan, der Drache,
versucht, das Kind zu töten. Steht ja in Offenbarung 12. Das ist schon wieder biblische Darstellung von Harry Potter. Ja. Also die biblische Darstellung vom Herrn Jesus Christus gestohlen, die Geschichte und vom. Es kann ja, sein, dass das Handy jetzt jeden Moment ausgeht. Reza, das da Handy ist auch beim Laden, ey, das lädt nicht mehr. Kindermord von Bethlehem. Und Reza, da gibt es auch so eine neue Netflix-Serie, die koreanische, also mit diesen, das sind koreanische Schauspieler. Und das spielt auch auf eine, auf die Offenbarung an, ne? Mit dem Mahlzeichen des Tieres. Man sieht, dass diese Leute alle den QR-Code auf ihrer rechten Hand tragen, ne? Und es gibt gewisse Leute, die diesen QR-Code nicht haben und dementsprechend sehr, sehr schlecht leben unter Verfolgung, unter Angst, unter Mord, ne? Und diese Leute haben diesen QR-Code nicht auf ihrer Hand. Und man sieht, dass diese reichen Eliten, diese, die im Lamborghini und so rumfahren, die haben alle, also diese wirklich Eliten, die haben diesen QR-Code alle auf der Hand, ne? Aber ich habe es mir nicht weiter angeschaut. Ich wollte es mir nicht geben, ich sag dir, wie es ist. Ich kann mir sowas nicht geben. Was? Man hört dich schlecht, man hört dich schlecht. Okay, dann komme ich. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder, glaube ich. Sag mal was. Ja, er hat schlechten Empfang, der ist, glaube ich, irgendwo in der Pampa unterwegs. Kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Ja, also es kann sein, dass das, ja, das Handy geht jetzt gleich aus. Das lädt gerade ab, das sind noch 2%. Unglaublich. Hm. Und du musst das Hetzmobil modifizieren, dass du Handy laden kannst. Nee, das Problem ist, die Sonne knallt auf das Handy drauf. Und wenn das ein Stecker ist, dann lädt er nicht genau, also dann lädt er nicht richtig. Ja, weil er dann überhitzt wird, ne? Also, das Handy ist also ultra heiß von hier oben, deswegen. Hm. Obwohl ich Kühler da dran halte, bringt nichts, ne? Bruder Amir, dieser Islamverstand, der hat ja gestern so geredet. Und dann dieses, ja, und das liebe ich ja auch bei Allah, gerade deswegen, dass wir nicht wissen, ob wir in den Himmel kommen, oh, subhanallah, dass wir dafür arbeiten müssen, das ist doch voll krank. Ja, dann lass ihn mal dafür arbeiten, am Ende weiß er nicht, ob er gerettet wird. Ich könnte niemals abends einschlafen und wüsste nicht, dass ich nicht gerettet werde, das ist ja krank, du kriegst also nie zur Ruhe. Ja, Allah, bin ich jetzt gerettet oder nicht? Ich kann ja nicht auf mein Punktekonto gucken. Das ist ja krank. Das ist echt also du krank. Lebst in dieser ständigen Hoffnungslosigkeit. Aber Gott ist doch kein Gott der Hoffnungslosigkeit. Er muss dir doch Hoffnung geben und sagen, ja, du bist errettet. Aber der Allah macht einen Weg für die Muslime, errettet zu werden. Sie müssen ihre Seele einsetzen, damit sie ins Paradies kommen. Alle anderen fahren erstmal zur Hölle. Ja, wie die auch das so schön reden mit Aisha, ne? Die versuchen alles, um das so schön zu reden. Ja, die werden dahin kommen, wo der Herr Jesus Christus gesagt hat, es wäre besser für euch, dass jemand einen Mühlenstein auf euer Hals legt und ins tiefste Meer versenkt werdet, anstatt die Kinder anfasst. Die kommen genau dahin, wo derjenige, der das Kind angefasst hat, dem sie da folgen. Da kommen sie hin. Ja. Da gebe ich den Brief und Siegel da drauf. Da sagt einer, Amir, nimm mal an. Da ist ein Moslem-Level rein. Ja, ich habe noch 1%. Ja, das ist, wenn ich jetzt rausgehe, dann geht das ganze System dann aus. Aber hier, guck. Ja, was möchtest du uns sagen? Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich. Hallo, hört man mich? Ja. Ja. Sagt ihr eigentlich zu Scientology? Mein Gott. Seid wir ihr haben eigentlich gut bekommen. Kein Nein, Team wir sind von Star Wars. Wir sind von Star Wars und Darth Vader ist unser Kollege. Was ist das für eine Frage, Mann? Warum für eine Frage? Das ist doch eine ganz normale Frage, oder nicht? Sind wir von Scientology oder was?
Ich habe nur einfach eine normale Frage gestellt. Das ist doch keine normale Frage. Du siehst doch, dass wir wiedergeborene Christen sind, die den Herrn Jesus Christus verherrlichen. Seit wann gehören wir zur Scientology, Mann? Bleib mal locker, was ist los? Ich habe dir nur eine Frage gestellt. Ja, aber was ist, deswegen, ich rege mich auf. Was ist das für eine Frage, Mann? Alter, ganz normale Frage, was hätte ich... Das ist genauso, als würde ich dich fragen, du bist ein Muslim, ich weiß ja, dass du Muslim bist, dann sage ich, und wie war die buddhistische Versammlung, bei der du heute warst? Wie warst da? Ja, voll, das ist wirklich ein sehr, sehr schlechter Vergleich. Ein sehr, sehr, sehr schlechter Vergleich. Ehrlich jetzt. Weil die Scientology, die haben auch das Kreuz, falls du es nicht weißt. Und die Buddhisten haben nicht das, was die Muslime haben. Was für eine Aufregung, Alter. Voll unnötig. Handy ist ausgegangen, oder was? Ja. Digga, das war einfach nur eine normale Frage. Also, hätte er einfach was sagen können und das ist ja nicht so, dass ich was von Scientology irgendwas gut finde, nur es ist irgendwie komisch, dass sie das Kreuz da drauf haben, ne? Ja, gespocken. Ich sag ja auch selber, das sind für mich keine Christen, nur warum lässt der Staat sowas zu? Weil die gibt's auch in Deutschland, das ist das Problem. Und die machen Millionen, die machen Milliarden, die machen nicht Millionen, die machen Milliarden von Geld. Ja. Da ist ja, vom Satan. Da ist Tom Cruise mit dabei, da sind so viele Prominente mit dabei, die teilweise auch behaupten, die wären auch irgendwie Christen oder so. Teilweise. Ja, das tragen ja auch Röcke. Guck mal in Hollywood, die tragen Röcke. John Cena und so, die tragen Röcke. Warum machen die das? Ja, das ist auch komisch, ja, genau. Ja. Das hat eigentlich gar nichts mit, was eigentlich überhaupt nichts mit Christentum zu tun hat. Warum? Der Deutschrapper, hier, Ufuk, hier wieder, Ufuk. Warum trägt der Hackeschuhe? Ufuk, ne? Ich hab immer gedacht, Wallah, ich hab gedacht, der wäre Muslim, ne? Weil der Türke ist. Aber der ist irgendwie angeblich auch ein Christ. Weil der auch in diesem Kreuz zum Jesus hat. Es gibt einen Musik. Ja, aber der, nicht nur das, der trägt Hackeschuhe, hast du gesehen? Warum macht er das? Ja, das frage ich mich auch. Warum macht er das? Aber ich hab gehört, der erzählt das nicht. Der erzählt das ja gar nicht. Also. Weil er das im Geheim hält. Und das ist schon ein bisschen komisch. Weißt du? Also mir ist aufgefallen, dass in der letzten Zeit ganz viele Stars. Aber nicht nur Unfug. Ralph Camora, der hat sogar zugegeben, dass er, wie doof ist er? Der hat einen Pack mit einem Rahmen gemacht. Ja, ich weiß. Ralph Camora, Ralph ist ja irgendwie Rabe, soweit ich weiß. Raven, kommt von Ralph. Okay. Ja, genau. Deswegen auch diese ganzen Stars. Aber Unfug gibt das nicht zu. Der versteckt das. Nein, der hat das zugegeben. Er hat das zugegeben. Ich habe das auf Video. Hat er das zugegeben oder was? Ja, er hat zugegeben, er meint, kommt mit uns mit Blut trinken. Ich hab das auf Video, ich hab das auf Handy. Hier. Hast du das auf Video? Ja, boah, das musst du mir mal schicken. Ich zeig euch das einmal. Warte. Ufo gibt's zu. Ich zeig euch das einmal. Aber sag mal ehrlich, meint ihr ehrlich, Montana Black ist auch einer von denen? Jetzt mal ehrlich. Ich weiß nicht, Alter. Oh. Zionistenlabel. Stay High Zionistenlabel. Das ist halt an alle, die sagen, ich bin Illuminati. Hey. Komm mit uns, wenn du auch Illuminati sein willst. Mit den Zionisten Blut trinken willst. Komm mit uns. Ja. Das ist halt Freitag. Ist das wirklich Ufo, oder was? Ja, natürlich. Kannst sogar eingeben, ist auf seiner Seite, ist sein Instagram.
Gott. Boah, wie kann man so eklig sein, ja. Aber der hat auch richtig viel Geld, ne? Mhm. Ja, ja. Alle, die da drin sind, die haben alle viel Geld. Aber die Frage ist, wie lange leben die noch? Weil ich habe auch gehört, die müssen irgendwann noch ihr Leben abgeben, ne? Weil viele sterben ja auch irgendwie so früh. Ja, ja, genau. Aber warte mal, Danny, kannst du mir bitte eine Frage beantworten? Ja, aber ja, mach, schreib. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte.